Mikrofon, hier bin ich wieder, der Görki, nur für euch. Und in diesem Video gibt es mal wieder eine Sixpack-Ausgabe, wo ihr schön euren Bauch trainieren könnt. Und zwar machen wir das Ganze, ich steck's mal rein, mit dem Gymnastik-Petsi-Bar. Ich denke, eine sehr, sehr gute Sache, um euren Bauch damit zu trainieren. Ich zeige euch hier drei sehr, sehr gute Übungen, die richtig reinknallen, damit ihr ein bisschen euren Bauch definieren könnt. Und guckt euch das mal an, drei Übungen, die vielleicht nicht ganz für Anfänger geeignet sind, aber es gibt ja sicher auch ein paar Fortgeschrittene von euch, die zu Hause die Bauchmuskeln trainieren möchten. Schaut einfach mal rein und viel Spaß mit den Übungen. Die erste Übung, das Ballrollen. Du beginnst mit einer Unterarmstütze auf dem Ball, jedoch sind deine Ellenbogen etwas enger am Oberkörper. Deine Füße stellst du circa hüftbreit hinten auf und deine ganze und gesamte Rumpfmuskulatur ist angespannt. Deine Oberschenkel, dein Hintern sowie auch dein Bauch sind sehr, sehr fest. Der Kopf ist in der Verlängerung zur Wirbelsäule und nun streckst du deinen Arm nach vorne und rollst den Ball ein Stück nach vorne. Dann beugst du wieder die Arme und machst das Ganze 10-mal. Das Ganze mit 3 Sätzen. Beim Knieanziehen stützt du dich vorne mit den Händen auf den Boden ab, legst deine Beine auf den Ball, jedoch nur mit den Unterschenkeln, so dass der Ball hinten am Fußballen abschließt. Du stabilisierst deinen Oberkörper, nimmst den Bauchnabel etwas rein, der Kopf ist in der Verlängerung zur Wirbelsäule und nun ziehst du deine Beine ran und beugst im Hüft- und Kniegelenk. Du kommst mit deinen Beinen Richtung Hände und machst das Ganze 3x 15 Mal. Mit einer Drehung in der Hüfte während der Beugung kannst du natürlich auch deine schräge und seitliche Bauchmuskulatur trainieren. Beim Reverse Aufrollen legst du den Ball zunächst einmal vor eine Wand, dann legst du dich mit dem kompletten Rücken von Hüfte bis Schulterblatt auf den Ball, hebst deine Beine und beugst in einem 90-Grad-Winkel, stützt dich hinten mit den Händen an die Wand ab und rollst langsam mit dem Rücken runter und rollst wieder hoch. Und das Ganze machst du 3x 15 Mal. Da bin ich wieder. Ich hoffe, das waren mal für euch ein paar neue Alternativen für euer Bauchmuskeltraining für zu Hause. In meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Blog findet ihr natürlich unter Bauch oder unter den Übungen natürlich noch andere Übungen für den Bauch. Auch hier macht es natürlich immer wieder Sinn, den Bauch neu zu reizen. Gerade mit dem Gymnastikball hatte natürlich so ein bisschen auch so diese Instabilität, dass es wackelt. Ihr müsst die ganze Rumpfmuskulatur anspannen und so habt ihr eine recht hohe Bauchspannung mit drin. Macht auf jeden Fall Sinn, den Petsi oder Gymnastikball, wie man das auch immer nennt, das Ding, mit reinzubringen. Kostet echt nicht viel. Wer sowas nicht hat und zu Hause wirklich trainiert, sollte sich so einen Ball holen. Damit geht ziemlich viel. Auch in ein paar anderen Videos habe ich schon mal gezeigt, was damit möglich ist. Und ja, das war es eigentlich schon. Neues Bauchmuskelvideo hier für euch. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Training. Und guckt einfach mal meinen Kanal, da findet ihr noch viele andere Übungen. Ich hoffe, ich komme mal wieder ein bisschen mehr zu neuen Videos. Und wir sehen uns dann. Bis dann, euer Görki. Macht's gut. Ciao.